So, herzlich willkommen hier in diesem neuen Video. Mein Name ist Max Weiß und ich sitze hier an einem Samstagnachmittag in meinem Büro meiner Marketingagentur. Und heute geht es um das Thema meine Top 3 Tipps im Bereich Marketing. Also was sind wirklich so diese drei ausschlaggebenden Dinge, die im Bereich Marketing letztendlich den kompletten Unterschied machen. Und das Witzige ist, diese drei Tipps sind im Gegenzug eigentlich auch genau die drei Top-Fehler, die die meisten anderen Marketer machen. Egal, ob das jetzt Online-Marketing ist, also es bezieht sich schon auch wirklich mehr aufs Online-Marketing, aber auch generell im Bereich Marketing. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch diese drei Tipps durchgehen. Ihr werdet sehen, ihr werdet den einen oder anderen Tipp wahrscheinlich schon kennen und das ist auch das, auf was ich jetzt heute hinaus will. Keep it simple. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt zum ersten Punkt. Erster Punkt im Bereich Marketing, um erfolgreiche Kampagnen zu machen, um erfolgreich viele Sales zu machen und so weiter, ist natürlich die Positionierung. Die Positionierung ist eins der wichtigsten Dinge. Wie positionierst du dich nach außen? Wie brandest du dein Unternehmen, deine Person, deine Marke, was auch immer, nach außen? Damit die Leute gleich, egal ob das jetzt ein Instagram-Profil ist, das du aufbaust, ob das ein Werbespot im Fernsehen ist, ob das theoretisch eine Zeitungsanzeige ist, sei mal dahingestellt, ob das generell so effektiv ist, aber auch bei einer Zeitungsanzeige, im Radio und so weiter, ganz, ganz wichtig bei diesen Werbespots, in Social Media und so weiter, ist die Positionierung nach außen. Wie stellt man sich nach außen wahr? Und wie nehmen einen auch die Leute wahr? Wenn du eine schlechte Positionierung hast, dann kann dein Produkt noch so gut sein, es kann noch so eine gute Qualität sein. Wenn du eine schlechte Positionierung hast, wirst du keine Sales machen, keine Verkäufe machen und da auch keine Abschlüsse machen, letztendlich. Und du kannst da auch noch so einen coolen, fancy Werbefilm, was auch immer haben. Wenn die Positionierung nicht eindeutig klar ist und nach außen gut gebrandet ist, dann wirst du damit keinen Erfolg haben und für dein Unternehmen geht es eher ins Negative, weil mit einem schlechten Branding, mit einer schlechten Positionierung nach außen kann man sich sogar wirklich auch schaden. Das ist das andere. Das zweite ist, und das ist auch ein ganz großer Fehler, den die meisten heutzutage daraus machen, und zwar keep it simple. Ja, das habe ich am Anfang gerade schon gesagt. Und zwar, die meisten gehen irgendwie raus, die machen den Funnel und hier noch Upsells und klar, das ist alles gut, das funktioniert doch alles, aber um diese ganzen Dinge zu machen, musst du trotzdem natürlich die Basics beherrschen. Du kannst nur auf den Basics drauf aufbauen. Das heißt, wenn du die Basics gar nicht hast, dann kannst du noch so tolle Funnel bauen und Systeme bauen und so weiter, wird dir alles nichts bringen. Ich sag mal, die Basics im Bereich Marketing sind wirklich so 90% und diese letzten 10%, die noch sehr, sehr viel ausmachen können, sind dann wirklich noch irgendwelche speziellen neuen Sachen und so weiter. Deswegen auch hier, keep it simple, nicht zu kompliziert denken. Einfach denken, die einfachen Sachen anwenden und somit wirklich richtig, richtig gute Resultate haben. Und der letzte Tipp, das ist auch ein Tipp, den lege ich dir wirklich ans Herz, wenn du im Bereich gerade auch Online-Marketing tätig bist, da sehe ich es wirklich täglich. Die Leute denken im Bereich Marketing nicht langfristig und das verstehe ich überhaupt nicht. Die Leute sind meistens irgendwie auf das schnelle Geld aus, sie wollen schnell Geld verdienen und man bekommt auch jeden Tag irgendwelche Anzeigen im Internet, wo Leute eigentlich genauso einen Werbespot drehen und das Ding ist, im Bereich Marketing geht es nicht um dieses schnelle Geldverdienen, sondern es geht darum, irgendwie einen Kunden zu gewinnen, der langfristig auch dein Kunde bleibt, der immer und immer wieder zahlt, der extrem überzeugt ist von deinem Produkt, von deiner Dienstleistung, es somit auch anderen empfiehlt und so weiter. Darum geht es und es geht nicht im ersten Schritt darum, so schnell wie es geht, dein Produkt zu verkaufen, weil wenn du es richtig hart nach außen promotest, das Produkt ist, die Dienstleistung beispielsweise schlecht ist, dann ist der Kunde weg und der wird dann höchstwahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Deswegen, das habe ich schon ganz häufig gemerkt, auch wenn ich bei Kundenterminen bin und mit den Unternehmern selber spreche, die Leute denken nicht langfristig. Und was mir persönlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, das Ganze mal auf ein Jahr, auf 2 Jahre, auf 5 bis 10 Jahre wirklich
zu schauen, was kann man denn mit einem Kunden machen beispielsweise. Und das ist was, es machen wirklich ganz viele Leute falsch und ich hoffe, dass du dir das auch zu Herzen nimmst. Und ich weiß, wenn du diese drei Tipps jetzt hier, das sind nur drei Tipps natürlich von vielen, aber ich sage mal wirklich drei Tipps, die sehr, sehr ausschlaggebend sind. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du das zu Herzen nimmst, wenn du mir dein Feedback unten in die Kommentare schreibst. Würde mich echt extrem freuen. Wenn dir das Video auch gefallen hat, die Tipps gefallen hat, kannst du auch gerne einen Daumen nach oben geben. Und für mehr Content auch gerne den Channel abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Max. Ciao.